Blickpunkt Nachwuchs wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Westmünsterland. Luis Hülsmann ist 16 Jahre alt, kommt aus Münster und ist Torwart in der B-Jugend vom FC Schalke 04. Angefangen hat Luis beim SC Nienberge. Über Gievenbeck und Preußen Münster schaffte der Nachwuchskeeper vor anderthalb Jahren den Sprung in die knappen Spiele. Der Wechsel zu den Königsblauen war eine Entscheidung aus Vernunft, nicht unbedingt eine Entscheidung des Herzens. Ja, Schalke ist nicht mein Lieblingsverein, ist aber auch nicht der nicht ganz so geliebte Verein hier. Ne? Ja. Ich sag's einfach nicht, welcher Verein es ist, glaube ich lieber. Aber ich hatte auch von anderen Vereinen Angebote, auch von anderen großen Vereinen und hab mir das von allen Vereinen angeguckt. Aber Schalke hat mir einfach direkt so, das ganze Umfeld hat mir gefallen und hier wurde ich gut aufgenommen. Das hat mir direkt ein gutes Gefühl gegeben und deswegen habe ich mich dann für Schalke entschieden. Viele Argumente sprachen also für einen Wechsel nach Gelsenkirchen. So sorgen die Jugendmannschaften des FC Schalke 04 in den letzten Jahren für einige Aufmerksamkeit. Und noch ein Grund ist wohl sein Torwarttrainer Lothar Matuschak. Matuschak ist ein absoluter Fachmann. Unter ihm trainierten mit Ralf Fährmann, Lars Unnerstall und Manuel Neuer allein drei Keeper, die den Sprung in die erste Liga geschafft haben. Auch auf Luis hält der Torwarttrainer große Stücke. Er verkörpert den Torwart, den man sich so vorstellt. Er ist ja schon sehr, sehr groß, schlank und typische Torwartfigur, eine ideale sozusagen. Und meine Aufgabe oder unsere Aufgabe ist es ja, den Jungs diese Torwarttechniken zu vermitteln. Gerade Jungs, die in dem Alter schon relativ groß sind, müssen natürlich im koordinativen Bereich trainieren, Kraft und letztendlich alles, was dazugehört, um irgendwann aus ihm mal einen Großen zu machen. Wichtig für die weitere Ausbildung von jungen Talenten ist ein enges, ja ein Vertrauensverhältnis zwischen Trainer und Spieler. Man muss hier oben reinkommen bei den Jungs. Und wenn man das schafft, da oben reinzukommen, ist vieles einfacher, weil dann hören sie zu. Und man muss natürlich glaubhaft sein. Glaubhaft den Jungs gegenüber, denn das sind ja keine Dummen, sondern das sind zum Teil auch hochintelligente Burschen. Und denen kann man kein X für ein U vormachen, ne? Sozusagen. Er ist ein super Trainer auf jeden Fall. Er hat viele Torhüter rausgebracht in den letzten Jahren. Also nur ein paar zu nennen: Neuer, Fährmann, Unnerstall jetzt alle. Also es sind schon einige. Und das merkt man halt, dass er riesige Erfahrung hat. Das ist schon, weiß nicht, ich glaube über 20 Jahre dabei. Und er sieht einfach alles. Jede kleine Bewegung, die ich mache, kann er mir sagen, ob ich das Gute oder das Schlechte mache, was ich verbessern muss. Das ist auf jeden Fall mit der wichtigste Mann hier für mich. Der große Traum eines jeden Talentes bei Schalke 04 ist natürlich, einmal den Sprung nach oben zu schaffen. In der Veltins-Arena Bundesliga- und Champions-League-Spiele zu bestreiten, kurz Profi bei Königsblau zu werden. Trotz der aktuellen Erfolge der U17 ist das auch das erklärte Ausbildungsziel der Knappenschmiede, wie B-Jugendtrainer Jens Keller deutlich macht. In erster Linie geht es hier um die Ausbildung der Spieler. Wir wollen natürlich so viel wie möglich nach oben bringen, am besten bei uns hier auf Schalke und ansonsten in anderen Vereinen. Wir sind Dienstleistungsunternehmen für unseren eigenen Verein, aber auch, sage ich mal, für die dritte, zweite Liga oder andere Bundesligisten. Das muss das Ziel sein bei der Ausbildung, die wir hier tätigen. Für Luis war seine Zeit auf Schalke bislang recht wechselhaft. Zu Beginn warfen ihn einige Verletzungen zurück. In der Rückrunde der vergangenen Saison stand er dann regelmäßig bei der U17 zwischen den Pfosten und konnte hier wichtige Spielpraxis sammeln, wie in der Bundesliga-Partie gegen Rot-Weiß Essen. Aktuell ist es wieder etwas schwieriger für den Münsteraner. Mit Yannick Schilder, der vom VfB Stuttgart zu den Knappen kam, hat Luis einen starken Konkurrenten im Tor. Die Konkurrenz, das ist eigentlich nur das Sportliche. Also wir haben eigentlich ein richtig gutes Team, kommen alle miteinander klar. Auch ich mit meinem Torwartkollegen jetzt. Ich verstehe mich mit dem außerhalb des Platzes super. Natürlich will jeder spielen und gibt im Training dann alles, aber es ist auf keinen Fall so, dass einer jetzt versucht, den anderen irgendwie zu schwächen durch irgendwelche Aktionen. Auch wenn die sportliche Konkurrenz groß ist, Luis Hülsmann ist ehrgeizig und hat sich für die nähere Zukunft klare Ziele gesteckt. Ich will halt versuchen, noch ein bisschen mehr Spielpraxis zu bekommen, ja, mich im Training voranzubringen und dann
Richtung U19, was ja auch nochmal ein großer Schritt ist, dann mich da nochmal zu verbessern. Blickpunkt Nachwuchs wurde Ihnen präsentiert von der Sparkasse Westmünsterland.